So, da sind wir jetzt endlich mal mit The Legend of Zelda The Minish Cap, dem Let's Play, das ich jetzt angekündigt habe. Habe schon mal versucht, drei Folgen habe ich glaube ich hochgeladen. Hat es nicht wirklich gebracht, da ich nicht wusste, wie es funktioniert. Ja, habe es allerdings zufällig dann doch rausgefunden. Ja, viel Zeit will ich nicht verlieren. Eigentlich alles, was ich nur sagen möchte, ist, dass ich es durchziehen möchte, jetzt ganz. Dass ich Zeit nachziehen muss, weil Cheese halt schon drei Projekte offen hat und nicht nur Minecraft. Jetzt komme ich mit Zelda dazu, weil er schon Sims 3, 4, 3 Minecraft hat. Und es kann manchmal zur Asynchronität kommen, habe ich schon im Minecraft Let's Play erwähnt. Aber naja, ich hoffe, das kriegen wir hin. Also gut, fangen wir an. So, Language. Englisch kann ich nicht. Und Deutsch. So, wir nehmen mal Spielstand 2. L. Klein. I. N. K. Ihr wisst ja, wie es ist. Es ist nämlich immer link, egal was kommt. So. 6 Geschwindigkeit auf. Schnell. Und dann lasst mal die Legende von Königreich Hyrule und was auch immer das da alles jetzt kommt, auf euch wirken. Und ich gehe inzwischen was trinken. Also dann, bis gleich auf der Seite von Link, Zelda, Onkel Alberich und was weiß ich noch alles. Viel Spaß. Milch. So, die ersten paar Minuten kann man hier eigentlich ganz freiwillig rumwegen. Ich kann hier Grimassen schneiden mit meinen Händen, mein Gesicht verzerren. Ihr seht's ja nicht. Ich kann machen, was ich will. Den Zelda torkelt hier von ganz allein herum. So, da müssen wir wieder den Knopf drücken und guten Tag, Onkel Alberich. Hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hergelaufen? Das wird dem Minister aber bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist der Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil es die alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Link hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Heurika, hallo, Link. Hallo, Link. Ja, der Vorwärtsalter aus dem Bett. Das war ja schon. Roll. Jetzt kommt gleich ein Hey. Siehst du? Ah, Link. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo, Link, komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest geht bis nicht alle Tage. Gehen wir mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Schwert des Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Ich glaube, da war gerade so ein Hänger drin, kann das sein? Liegt wohl am Emulator? Keine Ahnung. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib acht, dass dir nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Link auf in die Stadt.
Gott, dann machen wir mal die Truhe auf. Rot und Rubin, jetzt 20 grüne Rubine erhalten. Was für ein Glück. Ui. Ui. Ich freue mich schon wieder drauf, mal die alten Erinnerungen wieder zu wecken. Also, was ich jetzt mal kurz eben erzählen möchte, interessiert zwar eh keiner, aber scheiß drauf. Also, ihr wisst ja, ich werde es durchziehen. Früher, als ich das für den, ich habe es auf dem Game Boy Advance SP, glaube ich, gespielt. Ich, oder wie hieß der? XP, SP, Dorn im Auge. Aua. Ja, als ich es früher gespielt habe, ich habe immer wieder meinen Spielstand gelöscht und von vorne angefangen. Ich war in ein paar Stunden wieder bei Vati. Aber im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Das ist schon so lange her. Das ist 7 Jahre her. Das habe ich, glaube ich, noch gespielt, als ich 9 war. Weiß ich nicht so genau, aber naja. Wollte ich gerade nur so erzählen und ja, weiter geht's. Hier bin ich, Link. Und ich möchte diese Musik jetzt nicht nachsingen, weil ich bewege mich dazu zwar, aber ja, ich möchte nicht irgendwie so einen Asynchronitätsfehler da wieder reinpacken, was zwar eh wahrscheinlich passieren würde, aber scheiß drauf. Ich bin so fröhlich drauf, ey. So, das ist Stadtirole. Ich klopp hier auf meinem Laptop rum. Dieser Takt ist so geil. Guck mal, Link, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Oh. Ja, ich weiß, ich will ja überhaupt nicht lang. Link, hör doch mal den Geschichtenerzähler dazu. Hey, was ist das da? Ich höre dir nicht zu. Ich bin direkt hinter dir. Mensch, gibt es das wirklich? Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Was ist das? Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Festes in die Stadt. Stadtirole ist wirklich schön, aber naja. Ich habe den Rest irgendwie nicht gelesen. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt, wer wohl gewonnen hat. Und jetzt hier gehen wir dahin. Guck mal, wie ich dich angucke. Da guckst du, wie ich dich angucke. Du voll Gucker. Du bist voll der Guckei. Der klappt wirklich auf dem Boden rum. Hauptgewinn. Unglaublich, du hast bei Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann such dir etwas aus. Da hätten wir einen herzigen Stein, oder? Ein schönes großes Trophäe, oder aber ein kleines Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel, der Herz im Gestein, ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso, warum, wieso denn das? So ein Schild ist wieder schön nach Kleidsam. Hier zum Beispiel, der Herz im Gestein. Ist doch hübsch, oder? Oder hier, das Juwel. Eine wahre Augenweide, oder etwa nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als das Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Von dem Prinzessin ist er komisch, aber gut, hier bitte schön der kleine Schild. So, den schenke ich dir. Der Schild steht Link gut, nicht wahr? Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Lege ihn im Itemmenü auf A oder B. Halte den Kopf gedrückt, um den Schild wohlig zu halten. Ein Geschenk von Zelda für dich. Wir sind so sexy, ey. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du dich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät, wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Wir waren nur ein paar Minuten hier, aber egal. Also dann, Link, lass uns zum Schloss gehen. Dün, 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 dün. Aua, das sind doch die Händel, die Gus und Dini Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Link, tu doch etwas, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Guck mal, was ich kann. Aber egal. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich kam noch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäft zu machen, aber ich bekomme keine Baller Sonnenmesser aus dem Mund. Aber alle haben Angst vor mir und ich komme nicht mehr in die Stadt. So,
zurück ins heimliche Dunkeln. Dahinter die Cousin süß aus, aber er spuckt mit uns. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab.